Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von Son of the Forest. Und jetzt haben wir Regen. Toll. Geile Scheiße. Aber egal. Wir wollen. Ah ne, wir haben Schnee. Alles klärchen. Das ist gut. Weil wir ja Schnee brauchen. Winterjacke. Perfekt. So, mal kurz anziehen. Perfekto. Virginia, komm mal kurz her. Das müssen wir Routine machen. So. Ja, Freunde, wir waren ja in der letzten Folge stehen geblieben. Da drüben das erste Dorfhütte, also so zusammengebaut. Und ja, da machen wir heute weiter. Hoffentlich gefällt euch natürlich diese Folge. Ich würde mich gerne über ein kostenloses Abo freuen. Und gerne einen Kommentar, was ich noch für euch bauen soll. Ihr könnt es gerne reinschreiben. Logische Dinge, die was auch funktionieren. Was funktioniert. Also ich habe schon ein paar Ideen noch, was ich hier bauen kann. Aber es ist schwierig. So, ich brauche das Ding. Und das heißt, ich hole jetzt Holz. Ich habe wieder Steine. Mache ich gerade noch auffüllen, aber das wird halt schwierig. Also Steine auffüllen ist halt sehr schwierig. Das Boot. Boah, das. Also wenn das Boot wirklich. Wenn ich wirklich ein Schiff auf den hier hingebaut krieg, dann. Aber ich habe keine Leiter. Ja, das könnte kommen. Vielleicht kann ich ja ein Seil verwenden als Leiter. Das müsste funktionieren sogar, wie ich weiß. Aber ich muss mich da erst drüber nachdenken. Aber so ein Boot wäre schon interessant. Natürlich steht das Boot dann unter Wasser auf Stelzen, aber... Ja, ist halt nicht schlimm, sieht man ja nicht. Ist ja egal, es muss ja wie ein Boot aussehen. Die Ecke wird schwierig, sage ich nur. So eine Ecke reinzuzaubern. Das wird sehr schwer. Aber kriege ich, glaube ich, hin. Ah, ich bin voll. Perfekt. Einfach perfekt. So, wir haben jetzt Holz. Damit fahren wir jetzt zu unserem Ort. Nach oben. So, her damit. Hoppala. Also wenn ich beim nächsten Mal wenn es beim nächsten Mal abends ist, dann haben wir es. So. Komm. Stopp. Jump. Ist hier warm? Nee. Ah doch, hier ist warm. Wundert mich gerade. Ja, Freunde, für euch mache ich jetzt eine Timelapse, wie ich das Ding genauso mache wie das erstmal. Erstmal das Grundgerüst, also die ganzen Pfosten reinbauen und das Ganze. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich damit fertig bin. So, Freunde, ich habe jetzt das Konstrukt schon mal gebaut. Ein bisschen habe ich schon die Dach angefangen, aber das reicht ja natürlich noch nicht. Und jetzt werde ich, schön das Dach bauen, also hier die Platten reinsetzen, dann hier noch die Lücken füllen. Steine wird schwierig, glaube ich, sage ich nur mal so in der Folge, weil ich echt wenig Steine habe. Das wird cool. Außer, warte mal. Da fällt mir gerade ein. Warte mal. Kevin, sitz. Holz.
Felsbrocken, Steine, Behälter füllen. Machst du das für mich? Gut. Haben wir jetzt mal Kelvins Aufgabe. Gut, Freunde, das würde ich mal sagen, ich mache eine Timelapse. Wir sehen uns wieder, wenn ich das Dach fertig habe. So, Freunde, ich habe jetzt das Dach gebaut, die Lücken hier auch gestopft, aber uns fehlt noch was. Das werde ich jetzt kurz holen gehen müssen. So, wir müssen mal kurz hier runter. Also ich werde jetzt mal kurz eine Palette Holz holen und dann sehen wir uns einfach wieder, und bis ich das Holz habe. So, Freunde, ich habe jetzt das Holz geholt. Werde das jetzt mal kurz platzieren. So, hier und hier. Wir bauen da eine Brücke. Das soll ja ein Übergang sein. Für, wenn man halt da drüber zur anderen Hütte will. So. Aber ich werde das nicht komplett zubauen in einen Gang, sondern ich werde daraus was anderes bauen. So, haben wir es erstmal so. Weil dann werde ich hier einen Zaun, glaube ich, mit Steine, glaube ich, mit platzieren, und dann kommt hier noch ein Dach drüber. Ja,
So werde ich es machen. Ja, Freunde. Ich würde mal sagen, hoffentlich hat euch diese Folge auch wieder gefallen. Wir sind diesmal weit gekommen. In der nächsten Folge werde ich das zubauen mit Stein. Und bis dahin zeigt es mir gerne mit einem Like natürlich. Und gerne ein kostenloses Abo, wenn es euch gefallen hat. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Und ciao.